Wir nähen. 3, 2. Nein. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und ich stand hier das letzte Mal vor einem Jahr und 5 Monaten und ich zeige euch mal ganz kurz, wie hat es da damals ausgesehen? Und jetzt sagt ihr, hä, weil ist ja gar nichts anders. Doch, doch, es ist super viel passiert in den 1,5 Jahren so etwa. Und wir haben Folgendes gemacht, wir haben einfach vergessen, euch zu updaten. Wir haben bei Helden der Werkstatt alles mögliche gemacht, gebaut, hier und da und jenes. Aber bei GoTools haben wir die Updates vergessen. Das heißt, wer Helden der Werkstatt noch nicht abonniert hat, jetzt abonnieren und die Videos nochmal nachgucken. Da habt ihr alle Infos, alle Details nochmal, die wir hier gebaut haben. Aber wir wollen euch mal so einen schnellen Überblick geben. Was ist denn eigentlich neu? Und zwar hier allein in diesem Studio ist jede Menge passiert. Nummer eins, wir haben den Boden verlegt. Wir haben jetzt endlich richtig schön Werkstattboden hier drin, genauso wie in der Werkstatt den Boden hier auch. War sehr lustig. Wir haben hier ein bisschen Boden gespielt, aber das könnt ihr bei Helden der Werkstatt ja sehen. Nummer zwei, wir haben endlich die gesamte Verkleidung hier dran. Das heißt also, die Decke ist verkleidet, die Wände sind alles verkleidet, wir haben die Schrägen hier drin, der Raum hier ist fertig. Und genau deswegen drehen wir ja schon seit, ich glaube September etwa, hier in dem Raum, aber es sieht noch ein bisschen mau aus, denn hier an der Wand fehlt was. Denn hier an der Wand kommt demnächst noch jede Menge Werkzeug ran, aber das seht ihr später. Erst einmal noch mal ein kurzer Gesamteindruck hier von der Scheune. Willkommen im neuen Terminal. Übrigens, für einige von euch ist ja noch unbekannt, das ist unser Eingangsbereich. Den nennen wir aber liebevoll Terminal, weil man so viel rein und raus geht. Nämlich zum Beispiel hier jede Menge Werkbänke und Konstruktionen, die wir hier haben. Aber in diesem Raum ist richtig viel passiert. Nämlich Nummer eins, da guckt ihr bitte auch mal hoch, genau das hier, nämlich unsere Decke wurde gestrichen, beziehungsweise die haben wir selber gestrichen. Und ich sage euch hier, das sind 300 Quadratmeter auf dem Steiger gestrichen. Hat keinen Spaß gemacht. Ich muss es zum Glück nicht machen. Ich mag auch nicht so eine Fummelsarbeit. Aber wo ich schon mitgemacht habe, war das hier. Nämlich wir haben hier ein neues Stockwerk reingebaut. Unsere Empore. Denn da oben drauf ist jede Menge Spaß. Das zeige ich dir auch gleich. Und da unten drunter bauen wir noch ein komplett neues Studio für euch. Aber das seht ihr erst Ende des Jahres. Und hier sind wir auch schon oben auf der Empore, die ihr eben von unten gesehen habt. Und viele fragen mal, was ist das hier eigentlich? Denn wir haben hier einen schönen großen Fernseher eingebaut. Das ist für uns im Wesentlichen ja, so ein Aufenthaltsraum und ein Raum, wo wir vor allem auch Videos abnehmen. Das heißt, hier wird noch ein großer Tisch gebaut. Hier können wir dann alle zusammen sitzen, um zusammen auch Meetings zu haben und so weiter und so fort. Aber das Team ist sehr, sehr groß. Wenn du wissen willst, wer alles bei uns im Team ist, vielleicht das Video schon draußen. Finde ich dir mal hier oben noch ein Video von Helden der Werkstatt, wie groß das Team ist und wer hier alles so arbeitet. Denn die paar Plätze, die wir hier gebaut haben oder hingestellt haben, reichen bei weitem nicht aus. Und hier haben wir so einen zweiten Bereich auf der Empore geschaffen. Hier treffen sich immer alle zu Mittag, machen hier stundenlang Mittag und quatschen jede Menge dummes Zeug. Aber zusätzlich haben wir hier unseren zweiten Fernseher, wo wir auch mal unsere Playstation angeschlossen haben, wo wir die Anlage haben, wo wir auch mal einen Film gucken abends und wo wir wirklich uns mal gemütlich, wie sagt man das schon schön, gemütlich sein lassen, wie auch immer. Weniger gemütlich ist im Büro, wobei, das stimmt eigentlich gar nicht. Hier sind wir jetzt mit unserem großen Büro und im Grunde kennt ihr das Ganze hier schon, aber so nicht. Wir haben jetzt vor, ich weiß gar nicht, 4, 6 Wochen den Raum komplett umgestaltet und das machen wir momentan, weiß ich, gefühlt alle halbe Jahr. Und so sieht er aktuell aus und wir schauen mal nach hinten, denn Sandra hat sich da ihre kleine Oase geschaffen. Hier in Sandras Bereich ist es so, dass wenn jemand mal von rechts nach links hier hin und her läuft, gibt es immer eine Frage. Wer ist denn hier so ein großer Star Wars Fan? Und das ist wirklich Sandra. Die ganzen Modelle, die hier stehen, baut sie auch mehrheitlich und ich darf dabei sein und mehr Star Wars ist mehr gut für Sandra, aber lass uns mal woanders vorbeischauen. Kommen wir zur Werkstatt. Und ich muss sagen, dieser Raum unterliegt ja ständiger Veränderung. Hier ist immer irgendetwas anders. Für euch sieht der Bereich erstmal relativ gleich aus. Ja? Ich habe sehr, sehr lang GoTools-Videos genau von dort gedreht. Aber ich habe immer schon gesagt, das ist ja hier eigentlich das richtige GoTools-Studio, sondern hier werden primär die Tests gemacht. Hier dreht auch Helden der Werkstatt, aber für euch hier wird getestet. Was ist aber neu? Wir haben Folgendes gemacht. Und zwar, diese Wand ist endlich fertig. Wir haben jetzt endlich die Werkzeuge
Wand hier erweitert bis hier rum. Kapstation auch neu gemacht. Wenn ihr euch das anschauen wollt, bei Helden Wäsche wieder alles dabei. Aber zusätzlich ist es auch so, dass wir hier in dem Raum noch andere Sachen gemacht haben. Wie zum Beispiel hier drüben haben wir unsere Teststation gebaut. Da werdet ihr bald die ersten Videos dazu sehen. Wir haben in dem Bereich jede Menge Werkbänke gemacht, die standardisiert auch immer am selben Platz stehen und so weiter und so fort. Kommt man nochmal mit? Für euch ist es aber so, dass wir hier aus dem hier in Zukunft viel, viel mehr Tests sehen werden. Und zwar werden wir härter testen, kann man sagen, detaillierter testen und noch nachvollziehbarer testen. Also seid gespannt. Willkommen in unserem Fotostudio. Wir hatten früher gar keins und haben immer in irgendeiner Ecke irgendwo fein was hin und her gebaut und gemacht getan. Jetzt nicht mehr. Genau an dieser Stelle stehen häufig Werkbänke und das werden für euch die Vorschaubilder für YouTube gemacht. Aber auch Videos gedreht, zum Beispiel den GoTools Black November. Viele von euch haben das Video gesehen. Gehe zu GoTools und staune, denn es ist GoTools Black November. Solche Videos werden genau hier gemacht, vor dem Greenscreen, und dann können wir auch schon loslegen. Übrigens, ihr seht ja jetzt den gesamten Raum und wundert euch vielleicht, was ist denn hier los? Bei uns sind alle Räume immer relativ groß. Hier zum Beispiel stehe ich auf fast 80 Quadratmeter und deswegen entsteht nämlich hinter euch, das zeigen wir noch nicht, unser neues TikTok-Studio. Das zeigen wir euch vielleicht im nächsten Update. Hier sieht's ja doch, es sieht auch ein bisschen wüst aus. Hier sieht es nicht wüst aus, aber doch. Das ist unser Videovorbereitungsraum. Den hatten wir vorher in der Form nicht, beziehungsweise den Raum schon, aber diese Ecke hier nicht. Und zwar hier entstehen eigentlich für euch alle Videos. Gedreht wird es nachher woanders, aber hier entstehen alle Ideen. Die Werkzeuge nehmen wir, packen sie hier drauf, untersuchen sie erstmal, dann in die Werkstatt ein bisschen testen, wieder hier zurück, Drehbuch schreiben, machen und tun. Das hier ist eigentlich das Herz von GoTools TV, auch wenn es überhaupt nicht so aussieht. Nein, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Aber so richtig Spaß ist es ja eigentlich nicht, denn wir haben hier unser Fitnessstudio. Wobei eigentlich ist es meistens doch Spaß. Denn beim letzten Update war es so, 2022 im Herbst haben wir diesen Raum gebaut. Und das war der große Traum von Sandra, das eigene Fitnessstudio direkt im Studio zu haben. Warum? Damit man diese blöden Wege nicht mehr hat. Weil wie häufig habt ihr das nicht auch, dass man zum Fitnessstudio noch eine halbe Stunde hinfährt, eine halbe Stunde zurück. Dann sagt man sich so, oh, fahre ich heute noch ins Fitnessstudio, eine Stunde der Weg zeigen und so weiter. Will man dann nicht. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, denn wir trainieren hier. Und das ist auch eine tolle Sache, denn wir haben alles, was wir brauchen hier und trainieren hier vor allem abends immer mal zusammen, haben jede Menge Spaß. Aber jetzt schauen wir mal in einen anderen Raum, und zwar da, wo unser Holz schläft. Wir drehen ja jede Menge Videos für euch und wir brauchen auch jede Menge Testmaterial. Es ist echt nicht zu unterschätzen, wie viel Material wir brauchen, weil wir testen ja auch viele Sachen, bevor wir Videos drehen. Und da ist es sehr häufig so, dass wir genau so eine große Holzer brauchen, auch teilweise Sachen zusammenleimen, Vorrichtungen bauen und so weiter und so fort. Deswegen haben wir immer einen relativ großen Vorrat an Holz hier drin. Wir haben schon vor weit über einem Jahr das große Krakenregal gebaut und seitdem können wir auch endlich mal vernünftiges Holz lagern. Aber hier hinten geht es ja noch weiter. Mit Requisiten, Holz und Kram, sodass wir immer ausgestattet sind, um für euch loszutesten. Und genau das ist jetzt auch mein Thema. Ich werde jetzt hier rausgehen und werde für euch gleich wieder testen. Und ihr schreibt doch mal gern unten in die Kommentare, was wolltet ihr schon immer mal sehen, was ich vielleicht vergessen habe aus dem Studio. Und so lange wünsche ich euch erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal.